Wir haben hier noch ein Video-Chat und das ist ein Kanal, den ich habe ich erst letztens gefunden. Was, Vin? Der macht Videos im Stil von Jules und hier ist einmal die komplette GTA-Lore aufgeklärt. Und ich glaube, das Video wird extrem geil ballern. Das könnte der, ich will jetzt hier nicht reinschreiben, der neue Jules, aber könnte schon der neue Jules sein. Checkt ihr, was ich meine? Also, wir gehen mal rein. Let's go. Ich liebe GTA. It was the decade where Vice City was the capital of the world. Vice City FM. Am 5. Dezember 2023 ist es endlich geschehen. Ich liebe ja so Gaming-Lore auch, ne? Ich trau meinen Augen nicht. Der Trailer zu GTA 6 wurde veröffentlicht. Ich sehe. Jungs, das müsst ihr sehen. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Ja, so saß ich auch da. Bevor wir uns jedoch der Zukunft widmen, sollten wir der Vergangenheit eine letzte Ehre... Ja, Pascal, ich weiß, aber er macht, damit Leute checken, was sein Videostil ist, so ein bisschen Dokutainment im Stil von Jules oder Internet History oder sowas, Internet Historian. Und die deutsche Reference wäre Jules gewesen, aber er wird nicht der neue Jules sein. Ich checke, was du meinst, ja. Erweisen. Wir schreiben das Jahr 1995. Eine Ära, in der die Gaming-Welt eine revolutionäre Wende erleben sollte. Vielleicht warst du zu dieser Zeit noch nicht geboren, aber ein bahnbrechendes Spiel namens Race & Chase stand bereits in Entwicklung. Der Name ist scheiße. Nennt es Grand Theft Auto. Now all the people in here are working on what DMA hopes will be its new blockbuster. It's a game called Grand Theft Auto. Das Konzept war zunächst simpel. Du bist Cop und jagst Gangster. Klingt langweilig, oder? Dachten sich auch die Entwickler und so wurde kurz darauf der Plot komplett umgedreht und das Spiel erschien 1997 unter dem Namen Grand Theft Auto 1 für PlayStation, PC und Game Boy Color. Ja, Game Boy Color. He's got a gun! Oh, peinlich. Es gab drei Level. Liberty City aka New York, San Andreas aka San Francisco und Vice City aka Miami. Ich sehe einen roten Faden. Ansonsten bestand das Spielprinzip darin, viel zu schwere Missionen unter massivem Zeitdruck zu absolvieren oder auch einen Bus zu fahren, der explodiert, wenn er 50 km/h unterschreitet. Stark. Es gab sogar eine Multiplayer-Funktion, die es den Game in der späten 90ern ermöglichte, ich will auch, die ersten offiziellen GTA 1 LAN-Partys zu veranstalten. Dann erschien das Add-on Grand Theft Auto London. Oh ja, ich hab die Cam im Chat, stimmt. 1969, das bis heute der einzige Teil der Reihe ist, der außerhalb der Vereinigten Staaten spielt. Die Autos waren jetzt Oldtimer und die Cutscenes... I'm the monkey and you're the cheese grater. So no messing around. Digga, keiner versteht irgendwas. Prägt vom britischen Akzent. Keiner versteht irgendwas, Digga. Fucking British Geezer, man. Ey, nee, oi. If I'm talking to you, you better shut the fuck up, man. Ja, dann geht ein talking to you, man. Ey, nee. Gerade einmal 2 Jahre später erscheint der nächste Teil der Reihe. Grand Theft Auto 2. Grand Theft Auto 3 mit 3D-Grafik hat alles verändert. Fucking twat, man. Ursprünglich sollte sogar ein Film zu dem Spiel rauskommen. Aber der hat es leider nur ins Intro geschafft. Du lebst hier in Anywhere City und es gibt verschiedenfarbige Telefonzellen, an denen du Aufträge erhältst. Die Farbe der Telefonzelle gibt dir den Schwierigkeitsgrad an. Falls dir das jedoch zu langweilig ist, kannst du auch bei einer der 7 verschiedenen Gangs nach Arbeit fragen. Und falls dir das immer noch zu langweilig ist, kannst du erstmalig echtes Leben spielen. Jetzt fahre ich nach Vorschrift. Und Taxi, Bus oder sogar Lieferdienstfahrer werden. Natürlich gab es sowohl bei GTA 1 als auch GTA 2 die ersten Cheatcodes. Allerdings konnte man diese an einer Hand abzählen, weshalb sie sich keinen Platz im Schuhkarton verdient haben. Schade. Springt also ein paar Jahre in die Zukunft. Zum ersten dreidimensionalen GTA-Titel. Grand GTA 3 hat halt alles verändert, ne? Theft Auto 3. Wir befinden uns im Jahr 2001. Ihr wollt mir erzählen, es hat nur 2 Jahre gedauert, um von hier nach hier zu kommen. So crazy. Ja. Krass. Digga, und jetzt braucht Rockstar Game 19 Jahre, bis der nächste Teil rauskommt, Alter. Hey, Revinzeit. Wollte dir mal sagen, dass ich dich früher echt cool fand, aber jetzt bist du echt uncool geworden. In Klammern unlustig. Maxi, das liegt sicherlich daran, dass deine Eltern das Ritalin abgesetzt haben und du zurück bist, da wo du schon als Kind warst. Nimm einfach wieder die Tabletten, dann gefällt dir mein Content. Du spielst in diesem Teil der Reihe einen zum jetzigen Zeitpunkt namenlosen Dude, der bei einem Banküberfall von seiner Freundin verraten wurde. Sorry, I'm an ambitious girl. Und arbeitest dich über die gesamte Story in der Unterwelt von Liberty City hoch, um, Spoiler, deine Ex-Freundin am Ende zu töten. Oh. Revenge. Ich sollte auch anmerken, dass das Spiel für die damalige Zeit extrem brutal war. Also, wirklich brutal. Mortal Kombat Niveau brutal. Digga, der Kopf fehlt einfach. ADHS-Shaming von jemandem, der es selber hat. Gang. Eben für die damalige Zeit. Aber dieser mit messerscharfen Wangenknochen ausgestattet... Bro, er hieß der fucking Giga-Chat. Okay, vielleicht wegen der Grafik. Breitgebaute, ebenfalls wegen der Grafik. Und modebewusste, kann man nix. Bro, er rockt hier for real einen guten Fit, ja, doch. Sagen, Hauptprotagonist muss doch irgendwelche Schwächen haben, oder?
Definitiv. Denn zum einen hat er massive Angst vor Wasser. Was verständlich ist, da er nicht schwimmen kann. Jedoch hat man das Gefühl, dass allein der Kontakt mit Wasser reicht, um sein Herz zum Stillstand zu bringen. Ich meine, wer ertrinkt so schnell im Wasser? Zum anderen ist er scheinbar stumm geboren. My honor demands it. No joke, es gibt keine einzige Voiceline im ganzen Spiel. Hey, what the fuck? The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Das hat die Fans jedoch nicht interessiert, weshalb GTA 3 bis heute mit einem Metascore von 97 zu einem der besten Videospiele aller Zeiten gezählt. Zu Recht. Falls es euch gerade interessiert, The Legend of Zelda Ocarina of Time ist mit einem Score von 99 auf Platz 1. Und was machst du da? Wichsen. Oh, genau. Cheats wurden ebenfalls erstmalig mit den Crazy-Tastenkombinationen integriert. Spieler konnten jetzt auf einmal mit ihren Autos fliegen und mit nur 12 Tasten, die sich besser als die eigene Telefonnummer im Hirn eingebrannt haben, alle Waffen und unendlich Geld besitzen. Aber ich würde sagen, wir legen diesen Cheat... Digga, wir haben früher eins in den Chat, wer noch kennt, Cheats früher auszudrücken und dann immer noch dabei zu haben oder aufzuschreiben. Wer kennt es noch? Immer gemacht. Cheat-Zettel erstmal zurück in den Schuh. Digga, ich habe so viele Cheat-Zettel noch von früher. Karton. Denn das volle Potenzial wird... Immer. No joke. Spiele-Tipps und sowas. Es gab sogar die hier, Chat. Passt auf, guck mal. Es gab diese, wie hieß das nochmal? Dieses Cheatcon-Magazin. Cheatcodes, ja genau, das hier. Das habe ich früher immer gekauft, Digga. Das gab's damals am Kiosk, Digga. So ein komplettes Heft davon. Mogelpower gab's, genau. Mogelpower als Seite. Gibt's, glaube ich, immer noch. Aber dieses Heft hier habe ich immer früher gehabt. Beste. Das bald erreicht. Computerbild hatte auch immer welche drin. E-Generation. Willkommen in Y City. Digga, das Game, ne? Die Helikoptermission und das Flugzeugding. Dieses scheiß Flugzeug. Akani, halt's Maul, das reicht jetzt. Time to wake up! Also, im ersten Y City. Dem von 2002. In diesem Teil der Reihe spielst du Tommy Vercetti, ein ehemaliges Mitglied der Liberty City Mafia. Du versuchst dir in Y City ein kriminelles Imperium aufzubauen, welches bei den meisten Spielern noch kontinuierlich gewachsen ist, bis es dann am immer selben Punkt eingestürzt ist. Durch einen Bug? Nein. Ein Endgegner? Auch nein. Aber wodurch denn? Durch eine Mission, bei der man einen RC-Helikopter durch eine Baustelle fliegen muss. Das war das Schwerste, was ich jemals gemacht habe, Junge. Das war das Schwerste, was ich jemals gemacht habe. Ah ja, und hier, Chat, hier ist mein ehemaliges Cheat-Heft von Gothic. Das habe ich selber gemalt. Das habe ich gemalt und dann ist hier Gothic und dann sind hier die Cheats gewesen. Das habe ich selber gemacht. Das habe ich ausgedruckt, die Gothic-Pages, und dann habe ich das da drauf gemalt während der Ladezeit und dann habe ich dahin Gothic geschrieben. Weiß nicht, warum da 22 steht. Es gab nur Gothic 2, aber ja. Ich weiß nicht mehr, warum diese Mission so schwer war. Es war die Steuerung. Aber ich weiß, dass das der Punkt war, an dem ich damals aufgehört habe, die Story... Die verfickten Bauarbeiter, no joke. ...zu spielen. Zum Glück gab es in Y City aber auch noch andere Aktivitäten. Zum einen gab es ein Einkaufszentrum mit extrem idyllischer Musik. Oh, und da konnte man immer Amok laufen. Da waren so viele NPCs und da kommt man mit der Kettensäge da, egal. Ich bin da immer Amok gelaufen, Chat. Ich bin da wirklich durchgedreht. Dort konnte man dann einen unabgeschlossenen Sportwagen klauen. Stress mit dem Emination Owner anfangen. Oder der Polizei helfen, Ladendiebe zu fangen. Dann gab es noch den Club. Also den Club. Ich glaube, wir sind Rockstar damals die Spielermodelle ausgegangen. Wird schon nicht auffallen. Weshalb dort die willkürlichsten NPCs mit der dauerhaft gleichen Animation getanzt haben. True, es gab keine Stripper, es gab nur diese Randoms. Es gab sogar einen richtigen Golfplatz und Tommy konnte endlich schwimmen. Ah nee, doch nicht. Falls du ein paar Sterne hattest, war das kein Problem. Denn es gab diese Items, um deine Sterne zu entfernen. Ist das einfach InScope? Ich schwimme. Hä? Wie geil. Ah nee, doch nicht. Falls du ein paar Sterne hattest, war das kein Problem. Ist das dumm, Digga. Problem. Wo ist dieser Clip her? Denn es gab diese Items, um deine Sterne zu entfernen. Ah, ich habe vergessen, dass man diese nie erreicht hat und die Polizei in dem Spiel sehr aggressiv war. Ist das dumm. Für die Cheats müssen wir auch hier nur einen Schuhkarton öffnen und ein paar von mogelpower.de abschreiben. Ja. Jetzt gibt's aggressiven Verkehr, fliegende Autos. Oh. Fliegende Autos. Ich habe alle Waffen und Groupies verfolgen mich. Warte mal, was war das nochmal? Ein weiterer Zeit... War das nicht Unge? Digga, was sind das für geile Videos? Ne, T. Sprung bringt uns ins Jahr 2004. Er ist so stark geschnitten, die References, wie nice. So ein gutes Video.
im Release. Da war das Big hier von Welcome to San Andreas. Oh, fucking Grove Street, man. Home sweet home. DJ from Grove Street landed the heinous gangbangers in cold heat. Das Spiel war halt wirklich Kindheit, ne, für uns alle. Das war Kindheit ja für uns alle. Du bist jetzt Carl Johnson, aka CJ, denn seine Heimatstadt Los Fuck Big Smoke, though. Santos zurückkehrt. Oh, shit. Here we go again. Um seinen Freunden aus der Grove Street Family zu helfen, sich einen Namen in der Unterwelt zu machen. Snitch, snitch, snitch. Scheißbox. Unabhängig von der Story hat aber auch dieses Spiel noch viel, viel mehr zu bieten. Ja, zum Beispiel die Mission, wo man neben dem Zug herfahren musste und dann mit diesem verfickten Motorrad auf den Zug schießen musste. Schrecklich, Digga, schrecklich. Aber man konnte einfach über die Brücke fahren, über diese Fußgängerüberweg, mit dem Motorrad auf den Zug drauf fahren, dann war es leichter. Hast du viel gegessen? Ja, Big Smoke. Bist du fett geworden? Hast du viel trainiert? Bist du breit geworden? Das hatte, by the way, kein Spiel mehr danach, ne? Also, dass der Charakter sich geändert hat. Kein GTA hatte das mehr. Das fand ich ja so geil. Hast du beides ignoriert? Warst du Kai der Brecher? Zu schmal geworden. So weit, so gut. Aber tatsächlich hatten diese Aspekte Auswirkungen auf das Spielerlebnis. Wieso läuft dein CJ schneller als meiner? Und erinnert ihr euch noch daran, dass ich den Protagonisten von GTA 3 eben als namenslos betitelt habe? Das liegt daran, dass man über einen Anruf in GTA San Andreas erst erfährt, Hello, Claude, baby. Dass er Claude heißt. Ah, Catalina. It's cool. Dann gab es erstmal einen Zwei-Spieler-Modus und es war damals so fucking schwer, das Digga, herauszufinden. Ist das ein gutes Video, Junge? Ein verborgener, lang vergessener Ort. Einfach Jeremy Fragrance. Oh, wenn's nicht wahr. Trotz digitaler und physischer Karte. Ein Mythos. Bist du gestorben? Begann deine Reise erneut an dieser Location. Weshalb viele Freundschaften bereits in den frühen 2000ern besonders im Zusammenhang mit Cheats zu Bruch gingen. Und Cheatcodes hatten in GTA San Andreas ihren Peak. Ich weiß nicht, wie viele DIN A4-Blätter früher vollgeschrieben wurden, aber es gab... Der Panzer oder Autos, die explodieren, wenn man gegen sie fährt, Junge, das waren noch Zeiten, wa? Für alles ein Cheatcode. Fliegende Autos! Jetpack! Slow-mo! Dann gab es noch die damaligen YouTube-Videos, beziehungsweise was YouTuber uns glauben, die Stunt-Montagen umlassen wollten. Ja! Das ist kein Witz, ich habe ihn damals selbst gesucht. Wir alle. Digga, ist das krass, ich habe gerade Kindheitsflashback. Auch das habe ich ohne Zweifel geglaubt. Und das sieht zweifelsohne echt aus. Außerdem wuchs die Modding-Community mit GTA San Andreas enorm. Es gab Mods. Was macht mein Nintendo in GTA? Viele, viele Mods. Boys, is this Freddy Fazbear? Or, 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 or. Aber warte mal, was ist das für eine lauter werdende krasse Musik im Hintergrund? Das ist der Theme-Song von Grand Theft Auto Liberty City Stories. Ein Spiel, was 2005 sowohl für die PSP als auch die PS2 erschien. Es war praktisch eine neue Story in einer alten Stadt. Und der Protagonist sieht aus wie Mr. Bean. Ah, true. Ein Jahr später erschienen noch Vice City Stories, welches einem ähnlichen Prinzip folgte. Und dann war es endlich soweit. In Foren tauchten auf einmal überall Screenshots auf. Das! GTA League von New York. Ist GTA 4. Nein, das! Ist GTA 4 Half-Life Edition oder so? Nein, nein, nein. Das ist eindeutig GTA 4. Aber warum steht da ein Grill auf den Gleisen? Eure Das ist einfach fucking Subway Surfer. Leaks sind fake. Denn eine neue Ära sollte beginnen. Aus einer 3 wurde eine 4. Aus 480p wurde HD. GTA IV. Und aus einer genialen Map wurde eine... Stunde ist gleich schon voll, gehst du dann wieder offline? Halt's Maul, Marken, Murat, wirklich. Wirklich. Ich kann auch nur 10 Minuten streamen und trotzdem verdiene ich in der Zeit das Zehnfache vom Geld, was du in 6 Tagen machst, du Schwanz. Lass mich in Ruhe, wie geht's dir, Murat? Alles gut? Okay, das ist umstritten. Wir schreiben den 29. April 2008 und du hast es endlich geschafft, deine Eltern zum Kauf vom neuen Grand Theft Auto-Titel zu überreden. Natürlich sind sie skeptisch, aber du bist dir sicher, dass du sie mit vernünftigen Fahren vom Gegenteil überzeugen wirst. Das Intro fängt also an und... Oh, was ist das? Ich schwöre, das ist ein Rennspiel. Anschließend landest du in Liberty City als Nico Bellic. Nico, do you want to go bowling? Ein osteuropäischer Einwanderer, der versucht, den amerikanischen Traum zu verwirklichen. Ich hasse Roman, diesen Fettsack. Wirklich. What is a kilometer? Dein Cousin Roman lockt dich mit dem Versprechen eines luxuriösen Lebens. Doch es wird relativ schnell klar, dass seine Versprechungen weit von der Realität entfernt sind. This is the mansion? Just a temporary place. Got him!
Little bastard. Roman, so ein verfickter Loser. Über die gesamte Story arbeitest du dich erneut in der Unterwelt hoch. Life is complicated. I never thought I'd live like this. Um dann am Ende zwischen zwei Enden zu wählen. Deal. Yes, I did it! Das war so geil, als Roman erschossen wurde. Oder Rache. Ja, jeder hat gesagt, das ist ein Rennspiel. And you don't worry about your soul? Gib jetzt ab. Well, I don't know about that. Ja, ich fand GTA 4 auch geil, gerade allein diese Kanye-Reference mit diesem Rapper und sowas. Wahnsinn, Wahnsinn. Ey, Rudi, kennst du mich noch? Ich bin der Typ, der mit dem Ultrasend die Ukulele auf den Kopf gehauen hat. Dir geht's gut scheinbar, das freut mich. Es gab neben der Story aber auch hier mehr zu tun. Beispielsweise existiert er... Oh ja, den Sultan RS-Clown. Harmlose Schaukel. Die Bugschaukel. Man fliegt über die ganze Stadt. Der versteckte Sultan im Obdachlosenrevier. Endlich hab ich dich. Hotdogs stehen an jeder Ecke, die man mit einem gezielten Schuss in die Luft jagen konnte. Und ein Krankenhaus. Die Hotdog-Verkäufer waren immer so aggressiv. Mit Watt. Und Patientenzimmer. Ah, nicht zu vergessen. Vladivostok FM. Der Russensender. Natürlich waren Cheatcodes immer noch ein Ding, aber man musste... Oh. Roman will Bowling spielen. Aber man musste die Cheats mit Handynummern auf dem Handy eintippen, was nicht so cool wie die guten alten Tastenkombinationen war. Außerdem wurden die Cheats auf dem Handy gespeichert, wodurch der Schuhkarton mit den Cheat-Blättern langsam aber sicher anfing zu verstauben. I remember. Bevor wir uns jetzt dem größten Abschnitt des Videos widmen, geht noch ein Shoutout an das 2009 erschienene Grand Theft Auto Chinatown Wars raus. Es erinnerte ein bisschen an die GTA 1 Optik und war für viele Leute, die damals zu jung für die richtigen GTA-Teile waren, eine einfache Sicherheitslücke bei den Eltern. Ich meine, es erschien unter anderem für den Nintendo DS, der wiederum R4-Karten hatte. Es war praktisch unmöglich aufzufliegen und so konnte man mit jungen Jahren wenigstens so tun, als würde man ein richtiges GTA spielen. Na, das war ein richtiges GTA. Einige Jahre später schaute die Community ziemlich doof, als auf dem GTA 5 TV-Kanal plötzlich der erste Trailer zu GTA 5 erschien. Diese scheiß Fake-Trailer. Dann erschien es aber wirklich. Ja, no joke, no joke. Ladies and Gentlemen. Grand Theft Auto 5. Boah, Digga, dieses Spiel, ne? Also heute ja noch drin. Heute noch im RP. War nicht nur ein Videospiel, sondern eine enorme virtuelle Welt, die unzählige Erinnerungen und Erlebnisse festgehalten hat. Ja. Es wurde am 17. September 2013 veröffentlicht. Digga. Und egal wie alt es zum Zeitpunkt vom Release war. It's just one of my favorite games of all time. Grand Theft Auto 5 pulled in $1 billion in sales in 3 days. Krank. Krank. Story war auch so gut, ne? No movie or music release has ever come close to that. Hast du's in- ich werde auf jeden Fall, bevor jetzt GTA, wenn GTA 6 rauskommt, nächstes Jahr im Winter werden wir nochmal die komplette Story von GTA 5 durchspielen. Das ist ganz klar im Stream. In den kommenden 10 Jahren gespielt. Deine Reise beginnt in Luden. Und ja, Rockstar hat das Game halt leider totgemolken mit den Online-Erweiterungen und, ne? Dorf North Jenkin, wo Michael nach einem fehlgeschlagenen Raubüberfall seinen Tod vortäuscht. Did not die a hero's death, but he was a man. In seinem neuen Leben trifft er auf Franklin und begegnet erneut Trevor, einem seiner früheren Komplizen. Shut the fuck up! Thank you. What's up, homie? Damit steht das Trio und über die gesamte Story kannst du zwischen den Protagonisten hin und her wechseln, um von verschiedenen Stärken zu profitieren. Es gab auch endlich wieder Cheats, also die, bei denen man die Tastenkombination spammen musste. Das heißt, der verstaubte Schuhkarton kann endlich wieder rausgeholt werden. Obwohl, warte mal. Wir haben 2013. Der durchschnittliche GTA-Spieler besitzt bereits ein iPhone oder mindestens ein iPod Touch. Oder ein Android. Ups. Hey. Halb so wild. Cheats können jetzt einfach gegoogelt oder mit irgendwelchen mit Werbung verpestet. Nee, man hätte es runterladen müssen und ausdrucken sollen. Das ist der einzige richtige Weg. Alles andere ist Quatsch. In Drittanbieter-Apps abgerufen werden. Was soll das denn heißen? Oh,
ich wurde gerade attackiert. Das X war zu klein und ich habe die Werbung geöffnet. Beerdigen wir also an dieser Stelle den Schuhkarton mit den Cheatcodes. Schade. Woher haben diese YouTuber diese coolen Masken? Es gibt einen Maskenshop. Wo spawnt dieser einem Bugatti Veyron ähnlich aussehende Wagen? In Rockford Hills, aka der Bonzen-Gegend. Und was bedeuten diese komisch aussehenden Wandmalereien am Mount Chiliad? Ja, darüber streitet sich die Community auch noch 10 Jahre nach dem Release. Aber wo wir schon bei Easter Eggs sind, hat GTA 5 bei den ganzen Easter Eggs aus San Andreas ordentlich aufgeräumt. Der Geist am Leuchtturm, auch so krass. Es gibt tatsächlich UFOs. Und einen halbwegs echten Bigfoot. Is this a fucking mask? Und einen echten Geist. Ja, das war crazy. Und dieses unterm Eis eingefrorene Alien im Prolog, was wir alle versucht haben zu befreien. Jedoch wollten die Spieler mehr. I want more. Die Welt von Los Santos alleine zu erkunden ist cool. Aber noch cooler ist es, sie mit Freunden zu erkunden. Hello there. Weshalb am 1. Oktober 2013 GTA Online erschien. Und das war so verrückt. Das war so verrückt, auf einmal GTA gemeinsam spielen zu können. Und auf einmal schießen alle Leute aufeinander und gehen aufeinander los, so crazy. Oh Mann, war das ein legendärer Online-Modus. Welcome to Los Santos. Boah, Bankraub zusammen machen. Heiß, das waren so geil. Das war so krass, dass ich auf einmal meinen Account nicht mehr nutzen konnte, weil den irgendeiner mit seinem Steam-Account verlinkt hat. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwer hat irgendwie den hochgelevelten Account von seinem von meinem Bruder. Ich bin dumm. Mit seinem mit meinem Steam-Account verknüpft. Ich weiß auch nicht, wo das herkam. Keine Ahnung, das kann ich jetzt auch nicht mehr recallen. Level 112, ne? Ja, doof. Wer das wohl war? Ja, ich. Ich hab gescammt. Bereits kurz nach Release wollte jeder Spieler nur eins: reich sein und mit seinem Reichtum in der Lobby prallen. Hat oh, Money Glitches. 70.000 gekostet. Aber wie konnte man schnell reich werden? Die sowieso schon im Real-Life reichen Spieler kauften sich einfach überteuerte Shark-Cards. Danke, Papa. Während der Normalverbraucher, ohne Plan, was jetzt genau Geld bringt und was nicht, den ganzen Tag random Missionen spielen oder Radrennen fahren musste. Wichtig war nur, dass man sich dann am Abend in der Lobby treffen konnte und Gold, Platin, wie zuvor erwähnt, mit seinem Reichtum prahlen konnte. Level 9, Level 10. Egal wie dieser entstanden ist. Wenn du es dann wirklich geschafft hast, in den frühen Tagen von GTA Online ein Wacker zu fahren, wurdest du anders behandelt. Den kill ich nicht. Und wenn du es geschafft hast, einen Adder zu fahren, warst du ein Gott. Am 24. Dezember 2013 lag dann in ganz Los Santos Schnee. Und kein Spiel kann diese Weihnachtsatmosphäre bis zum heutigen Tag je zurückbringen. Ja. Da kommt man noch das erste Mal Apartments kaufen und so. Außer vielleicht die Winterlobby auf gomad.net. Hey ho, Minecraft-Freunde! Aber was ist das? Wieso hat der Spieler davon einen Adder und wirft Haftgranaten, als wären sie kostenlos? Er hat auf YouTube von einem Glitch-YouTuber vom DNS-Glitch erfahren. Ein Money-Glitch, bei dem man lediglich die DNS-Einstellung auf der PlayStation 3 ändern musste und daraufhin reich war. In den kommenden Jahren erschienen auf YouTube immer mehr Kanäle, die sich nur um GTA Online-Glitches drehten. Hi Leute, hier ist wieder euer Matrix am Start mit einem brandneuen Money-Glitch für euch, Leute. Das Prinzip war immer dasselbe. Ein YouTuber, wessen GTA-Charakter schon wie ein einziger Glitch aussah, zeigte dir in den Videos dreimal L1 und dann Controller hochwerfen, wie du durch die, die komischsten Tastenkombinationen und Aktionen unendlich viel Geld, Autos und Level bekommen konntest. Hat geklappt. Wenn du jedoch den geraden Weg gehen wolltest, da Rockstar echt hinterher war, Glitcher und Unlock Alls zu bannen, na sowas, konntest du dir ebenfalls YouTube-Videos zu schon Speedrun-ähnlichen Abläufen von Missionen wie Stress auf dem Dach anschauen. Die Mission war relativ rentabel und mit dem richtigen Einsatz des Granatwerfers innerhalb kürzester Zeit erledigt. Aber warte mal, habe ich eben Unlock Alls gesagt? Um diese Thematik zu verstehen, müssen wir einen kurzen Exkurs auf Facebook machen. Oh nein, der Admin macht wieder Eigenwerbung. Heute Abend Livestream. Viertel nach neun circa. Denn hier gingen die meisten Transaktionen vonstatten. Ein Unlock All bedeutete lediglich, dass du deinen Account einem Modder anvertraust, der dir dann für einen 10 Euro Paysafe-Gutschein unendlich viel Geld und ein hohes Level moddet. Wenn du dann einer Facebook-Gruppe beigetreten bist, gab es sogenannte Safe-Listen. Verkäufer, die auf diesen aufgelistet waren, galten als besonders sicher. Warte, was stand da gerade? Kevin Mods? Teller Mods. An wen geht das denn? Keine Ahnung. Waren, galten als besonders sicher. Wobei ich aus eigener Erfahrung sprechen kann, dass das nicht immer der Fall war.
Du hast jetzt also einen Modder gefunden und gibst ihm deine Daten und den 10€ Paysafe-Gutschein. Ab jetzt folgt eine von drei Optionen. Option 1. Dein 10€ Paysafe-Gutschein ist weg und du wurdest abgezogen. Option 2. Dein 10€ Paysafe-Gutschein ist weg und du wirst aus deinem PSN-Account abgemeldet, da du doppelt abgezogen wurdest. Option 3. Du bekommst tatsächlich deinen Unlock-All und bist extrem glücklich, weil du jetzt den amerikanischen Traum leben kannst. In den meisten Fällen war Option 1 oder 2 der Fall. Das muss aufhören. Daraufhin kam GTA 5 für die PS4, Xbox One und PC raus. Und Rockstar stellte kurz darauf die Account-Übertragung ein. Sorry, Jungs. Woraufhin die GTA-Modder-Szene allmählich ausstarb bzw. auf PC wechselte. Und dann? Dann gingen die Updates los. Rockstar hat diese von 2013 bis zum heutigen Tag stetig weitergeführt. Es würde den Rahmen sprengen, detailliert auf jedes Update einzugehen. Geht auch nicht, das ist so viel. Und so lange ist... Digga, die Sorry am Fresh Cup von Monte. Ich kann nicht mehr, Bro. Wie viele Easter Eggs in dem Video versteckt sind, das ist so stark. Das ist alles doch gar nicht her. Oder? Man konnte Immobilien kaufen. Man konnte fliegen. Auf einmal, ja. Heißt, Digga, wie geil waren die? Boah, Junge. Die Lowrider, ja, ja. Dann kamen auf einmal die Yachts und die Businesses, ja. Wo ist Caio Perico? Kommt auch noch. Die Stuntmaps, ja, stimmt. Der LP mit Kev-Content. Da wurde es dann irgendwann unlogisch. Dann kam irgendwann diese scheiß Impalas und sowas rein und dann wurde es abgefuckt. Und die fliegenden Motorräder und sowas. Online-Casino war wieder sehr wichtig. Was soll ich abschließend sagen? Ja, Alter, Wahnsinn. Die Videospielreihe Grand Theft Auto hat uns kontinuierlich durch unsere Vergangenheit begleitet und wird uns wahrscheinlich auch noch in der Zukunft viel Freude bereiten. Ich bin mir sicher, dass GTA 6 genau wie jeder Teil zuvor legendär wird und uns unabhängig von Alter oder Standpunkt im Leben genauso einzigartige Momente und Erinnerungen so wie jeder Teil zuvor bestehen. Geldgier. Geldgier beflügelt. Lassen wir uns also mit Vorfreude auf eine vielversprechende Zukunft ein, in der es dann heißt, hey, willkommen Wahnsinn. In Vice City. Richtig starkes Video. Heftiges Video, wirklich. Crazy. Falls ihr mich supporten wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und die neue Mitgliedschaft auschecken. Coole Icons und so. Denn ich verfolge weiterhin nur ein Ziel. Ja, das kriegst du auf jeden Fall dieses Jahr minimal, also maximal hin. Das ist ja sowas von klar. Bester Mann, wirklich super stark. Inspiriert von Internet-Historian Giuseppe und sowas. Er hat es aber eben gesagt, so Jules-mäßig, ne?